Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es einen kleinen DM und Rossmann Haul. Ich war für zwei Tauschpakete was einkaufen und da habe ich direkt auch was für mich mitgenommen. Das wollte ich euch zeigen, ist zwar nicht sehr viel, aber ich habe mir schon einiges mitgenommen. Ja, wir fangen an mit dem DM. Da habe ich mir von Dove Pflege Plus Summer Glow Body Lotion mitgenommen. Pflegt und bräunt natürlich zart die Haut. Das wollte ich mal ausprobieren, weil das war reduziert für 1,45 irgendwie. Ich weiß gar nicht, weil die Verpackung geändert haben oder was auch immer. Und da habe ich mir das mitgenommen und hatte zu Hause auf dem Kassenbon gesehen, dass ich das aber nicht für den reduzierten Preis erhalten habe, sondern für 2,25 €, so wie es gekostet hatte. Da habe ich mich natürlich darüber geärgert. Aber das riecht so gut und das ist so normale weiße Creme, die ein bisschen bräunen sollte. Und da ich ein bisschen Bräune gebrauchen könnte, wollte ich das mal ausprobieren. Dann habe ich für Nivea Men Deep Active Clean Pflegedusche mitgenommen für meinen Freund. Der mag die Nivea Duschgele viel lieber als Balea. Aber das riecht sehr gut. Das ist mit Aktivkohle und deshalb hat mich das irgendwie ein bisschen angesprochen und ich habe sie mir jetzt mitgenommen. Dann habe ich mir von Essence einen Lippenstift mitgenommen und zwar in dieser weißen Verpackung. Das hat mich irgendwie angesprochen, weil einige schon die Lippenstifte in die Kamera gehalten haben. Das ist von der This Is Me-Reihe und ich hatte da noch keinen ausprobiert und ich habe mir den jetzt in 06 Real mitgenommen. Und wir machen den jetzt mal zusammen auf. Das ist die Farbe. Und ich habe da die kompletten Tester durchgetestet. Und das ist jetzt die Farbe. Ich finde die Farbe wunderschön. Und die hat mich jetzt irgendwie am meisten angesprochen. Auch ein paar andere, aber die waren auch ausverkauft. Also viele Sachen habe ich nicht mehr bekommen. Leider. Dann habe ich mir von Essence You Better Work Gym Proof Primer mitgenommen. Und zwar sieht er so aus. Mega cool. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Das soll ja voll gut sein, wenn man zum Beispiel Sport macht oder sehr viel schwitzt im Sommer. Bin ich sehr, sehr gespannt. Dann habe ich mir von Manhattan Superlash Wonder Luxe Volume Mascara mitgenommen. Die hatte mich irgendwie angesprochen. In dieser Verpackung hier. Mega angesprochen. Ich weiß auch nicht wieso. Ich wollte die mal ausprobieren. Das Bürstchen sieht so aus. Das ist ein Gummibürstchen und bin ich sehr gespannt. Ich bin auch so, dass ich auch keine Wimperntuschen irgendwie horte oder so. Da bin ich auch ein bisschen. Ja, ich brauche es auf und dann fange ich die nächste an. Ab und zu mal habe ich zwei zusammen, die geöffnet sind, aber das ist bei mir sehr, sehr selten. Ich bin halt so, dass ich das nicht alles zusammen irgendwie öffne und ja. Dann habe ich mir von Ebelin so Wattestäbchen gekauft in dieser wunderschönen Box. Die machen das immer so voll schön, ne? Und ja, die verwende ich für Ohrreinigung plus Kosmetik, ne? Für Wimperntusche zum Beispiel, wenn man irgendwie was unten drunter verschmiert hat, dann ein bisschen wegmachen. Dann habe ich mir von Dr. Best Zahnbürsten mitgenommen. Die kaufen wir uns immer. Ich finde, Dr. Best haben die besten Zahnbürsten. Die kaufe ich immer in Mittel. Und meinem Freund gefallen die auch sehr. Dann von Ebelin 50 Maxi-Pads, die ich schon geöffnet habe, weil ich ein paar gebraucht habe. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Fand die aber mit der Aktivkohle viel besser irgendwie, weil die so ein bisschen ja auch gepeelt haben. Die sind aber auch nicht schlecht. Die fusseln nicht oder so. Und das finde ich an denen sehr, sehr gut. Dann habe ich von Ebelin Cognac Gesichtspeeling Schwamm mitgenommen mit Walnussschale. Das sieht so aus. Ich benutze diese Peeling-Schwämme immer sehr, sehr gerne fürs Abschminken. Die sind jetzt richtig hart und dann macht man die mit Wasser nass und dann werden die richtig weich. Kann ich jetzt endlich meins auswechseln, weil das, was ich momentan habe, das ist halt rund und das gefällt mir nicht so und diese Form gefällt mir halt viel besser.
Da mache ich immer mein Gesichtsöl drauf und schmink mich dann damit ab. Finde ich sehr, sehr gut, diese Cognac-Schwämme. Die haben es mir angetan. Die hänge ich dann in meiner Dusche und die trocknen da sehr, sehr gut. Und ja. So, dann gehen wir jetzt zu Rossmann Hall. Da habe ich mir von Essence You Better Work Fixing Powder gekauft, weil es reduziert war. Ich weiß gar nicht mehr, auf 70 Cent oder so. Ich habe gehört, die machen die Firma hier raus. Also die Produkte von You Better Work gehen raus. Und die war, wie gesagt, reduziert. Er sieht so aus. Und da ist auch so ein kleines Schwämmchen mit dabei. Das werde ich auf jeden Fall nicht benutzen, werde ich entfernen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, für 70 Cent oder was ich dafür bezahlt habe, ist es ja fast gar nichts. Und da bin ich sehr gespannt, wie das so ist. Dann habe ich neu entdeckt. Davon habe ich auch ein Körperpeeling zu Hause. Isana Creme Dusche Kaffee und Vanille mit sinnlichem Kaffee und Vanilleduft für jede Haut. Das riecht so gut nach Kaffee, Leute. Ich könnte mich einfach so jetzt da reinlegen und das riecht zu gut. Das Peeling habe ich mir auch die ganze Zeit aufbewahrt, weil ich Angst hatte, wenn ich das aufbrauche, kriege ich das nicht mehr. Ich habe das auch danach nicht mehr im Rossmann gesehen. Aber jetzt habe ich das Duschgel hier entdeckt und muss mir auf jeden Fall dann mehr davon kaufen, weil ich war auch an dem Tag im Rossmann mit meinem Freund. Da haben wir, wie gesagt, ein paar Sachen für das Tauschpaket gekauft. Und ja, mein Freund, ja, ihr kennt das bestimmt, Männer, die hetzen dann die ganze Zeit und dann werde ich zu hektisch und dann muss ich mich immer sehr beeilen. Was ich noch mitgenommen habe, ist von Isana Wasserspray mit Pfingstrosenduft. Erfrischt Gesicht und Körper. Der sieht so aus. Ja, das war reduziert und es hat mich irgendwie angesprochen. Ja, das riecht auch voll gut nach Pfingstrosen. Ja, steht ja hier. Ja, das riecht auf jeden Fall sehr gut und das werde ich so als Erfrischung oder als Fixing Spray benutzen dann. Das war irgendwie auch auf 50 Cent oder so reduziert. Da hat mein Freund gesagt, komm, überleg da gar nicht, nimm das einfach mit und ich habe es dann mitgenommen. Dann habe ich mir von Essence Insta Perfect Liquid Make-up mitgenommen. Waterproof in der Nummer 80. Das ist so ein dunkler Ton. Hot Chocolate ist die Bezeichnung. Fand ich irgendwie interessant, vor allem weil es reduziert war auf 2,50 €. Die nehmen das auch irgendwie bei Rossmann raus. Deshalb habe ich mir das auch mitgenommen. Da waren auch gar nicht mehr so viele drin. Weil, wie gesagt, reduziert, ne? Dann nehmen das alle mit. Das ist die Farbe. Und ich mag es halt immer, wenn ich mich ein bisschen dunkler schminke, als ich es bin. Und ja, das habe ich mir mitgenommen. Das riecht nach nichts. Hatte ich auch noch nie gehabt von diesem Insta Perfect. Und da bin ich sehr gespannt, wie das so ist. Und dann habe ich als letztes von Isana Tuchmaske Blütenwunder, intensive Feuchtigkeit, Hyaluron und Lotusextrakt. Das sieht so aus. Die hat mich, die Maske, richtig angesprochen. Erstens die Verpackung mit den ganzen Blumen. Dann zweitens mit Hyaluron und Lotusextrakt. Und bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf die Maske. Ich kaufe mir immer Tuchmasken, weil ich Tuchmasken irgendwie praktischer finde als diese Crememasken. Ich habe bis jetzt noch keine richtige Crememaske gefunden, die mir wirklich ja super gefallen ist. Es gibt schon gute Crememasken, aber bleibe bei den Tuchmasken. Die gefallen mir irgendwie ein bisschen mehr. Genau, das war es jetzt auch mit dem Rossmann Haul. Da habe ich noch zwei Produkte. Die zeige ich euch jetzt. Ich habe euch einige Sachen nicht gezeigt gehabt, die ich von den Firmen jetzt in letzter Zeit geschenkt bekommen habe aus der Apotheke. Aber die zwei möchte ich euch zeigen. Und zwar ist das einmal ein Make-up in Hell und in Dunkel von Bioderma. Das hatte ich euch schon mal gezeigt, dass ich das mal von der Firma schon mal geschenkt bekommen habe. Und habe das dann verwendet und ich liebe es. Ich liebe es, das verteilt sich in dem Gesicht so was von gut. Das kommt auch in meinem Favoritenvideo vor. Das ist so eine flüssige Form, ihr seht das. Das ist komplett erstmal flüssig und dann muss man das komplett schütteln und auch sehr, sehr schnell sein.
dass es nicht wieder richtig flüssig ist. Also man schüttelt das dann. Und dann verteilt sich das und wird dann ein bisschen fester. Und das ist sowas von gut. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ich habe es, wie gesagt, in hell und in dunkel bekommen. Und das ist mega. Nee, in hell und in golden. Aber das ist halt das Dunklere. Und ja, das in hell weiß ich noch nicht, wie das so bei mir dann ist. Vielleicht kann ich das zusammenmischen oder so. Oder keine Ahnung. Müsste ich mal gucken, wie das so ist. Ansonsten werde ich das in einem Trash-Paket oder so mit jemandem dann tauschen können. Das hat auch einen Sonnenschutzfaktor von 50 plus, was sehr, sehr gut ist im Sommer. Das Make-up kann man wirklich sehr gut im Sommer verwenden, weil das liegt auf der Haut sehr, sehr leicht. Man spürt gar nicht, dass man wirklich ein Make-up auf der Haut hat. Freue ich mich, dass ich das jetzt nochmal da habe, weil, wie gesagt, ich verwende momentan meins. Es ist zwar noch nicht leer, aber ich freue mich, dass ich schon mal Backups da habe. So, das war's jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo nicht vergessen. Demnächst gibt es wieder eine coole Verlosung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.